Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauer, zu Ihrem Journal auf Regio TV Bodensee an diesem Mittwoch. Wir haben heute diese Themen für Sie. Umfrage: Was halten die Menschen in der Region vom neuen Gafferschutz? Sicherheitskonzept: Wie schützt die Stadt Ravensburg den diesjährigen Christkindlesmarkt? Alle Jahre wieder: Weihnachtsstress im Briefzentrum. Und Dauergrau: Die Sonne kam heute nur selten durch. Immer wieder behindern sie Rettungskräfte und sorgen an Unfallorten für Unruhe. Gaffende Autofahrer. Erst vor wenigen Wochen platzte einem Feuerwehrmann nach einem tödlichen Unfall auf der A3 der Kragen. Kurzerhand spritzte er Schaulustige mit einem Feuerwehrschlauch ab. Das Land Baden-Württemberg will jetzt etwas gegen die Gaffer tun. Sie schützen Opfer vor schaulustigen Blicken oder gar filmenden Handykameras. Gafferschutzwände wie diese könnten wir künftig auf Baden-Württembergs Autobahnen häufiger sehen. Denn nachdem die Debatte um gaffende Autofahrer in letzter Zeit an Fahrt aufgenommen hatte, will das Land im kommenden Jahr Sichtschutzwände einsetzen. Zurzeit stimme man sich noch mit Polizei und Feuerwehr ab. Je nach Einsatzart und Umfang können Sichtschutzwände dazu beitragen, dass es weniger Gaffer und demzufolge weniger Staus durch Gaffer gibt. Es wird keine Testphase geben. Wir statten im Großraum Mannheim, Karlsruhe und Stuttgart die Autobahnmeistereien aus. Von da ab kann die Sichtschutzwand angefordert und aufgestellt werden. Eine Ausweitung auf andere Autobahnmeistereien behalten wir uns vor. Im Frühjahr 2018 soll dann die Ausschreibung für die Sichtschutzwände stattfinden. Dabei könnte auch eine in Tettnang produzierte Variante zum Zug kommen. Die von Dieter Mohn entwickelte Gafferschutzwand ist in wenigen Sekunden aufgeblasen. Deutschlandweit wurde in den vergangenen Monaten über die Erfindung berichtet. Eine Präferenz für ein bestimmtes Produkt habe man jedoch nicht, teilt das Verkehrsministerium mit. Die Sichtschutzwand müsse nur den erforderlichen Kriterien genügen. Übrigens, in Bayern ist man schon einen Schritt weiter. Dort werden seit einigen Wochen spezielle Sichtschutzwände an Autobahnabschnitten der A6 und A9 getestet. Was haben Sie für Erfahrungen mit Schaulustigen auf der Autobahn? Und schaffen Gafferwände wirklich Abhilfe? Das wollten wir bei unserer Mittwochsumfrage von Ihnen wissen. Es ist doch der Wahnsinn. Jetzt haben die so viel Beschäftigung, die Leute, die Feuerwehr, die Polizei, um den Unfallhergang zu rekonstruieren. Es müssen sie auch noch Gafferwände aufstellen. Es passieren ja oft nachträglich noch Auffahrunfälle nur durch die Gaffer. Also von dem her ist das eine ganz gute Idee. Ich finde es ganz furchtbar, dass die Leute immer gaffen. Ich finde es wirklich schade, dass man die dann nicht in Ruhe arbeiten lässt, die Rettungskräfte. Ich finde die Wände nicht schön. Das ist traurig, dass man sowas bräuchte. Aber ich finde es besser, als dass sie gestört werden. Wenn die Leute von selber nicht so klug sind, dass sie das einfach sein lassen, dann muss man halt solche Maßnahmen ergreifen. Ob es Sinn macht, weiß ich nicht. Aber diese Gaffer, ja, wenn man sie anders nicht ausschalten kann, muss man so machen. Ich habe selber auf einem Unfall bei Pforzheim gesehen, wie schnell das passiert. Da war innerhalb von einer Stunde, nein, eine halbe Stunde sogar, war Richtung Karlsruhe sowie auch Richtung Pforzheim dann der Stau innerhalb von einer halben Stunde über 30 Kilometer. Nur wegen Gaffern. Ich verstehe nicht den Gedankengang des Menschen, der sich an so etwas ergötzt, wenn jemand schwer verletzt oder tot auf dem Boden liegt und muss dann noch ein Foto machen. Gaffer auf der Autobahn ist das Schlimmste, was es gibt. Erstens behindern sie den Verkehr. Zweitens, wie kann man sich so was schreckliche Bilder überhaupt reinziehen? Ja? Und also ich finde, die sollten so bestraft werden, dass es sowas überhaupt gar nicht mehr gibt. Zu den Kurznachrichten. Die Wirtschaftsminister der an Frankreich angrenzenden Bundesländer, darunter auch Nicole Hofmeister-Graut aus Baden-Württemberg, haben sich in einem gemeinsamen Schreiben an die französische Arbeitsministerin gewandt. Sie beklagen die seit einiger Zeit entstandenen Marktzugangsbarrieren für Unternehmen im Frankreich-Geschäft. Konkret geht es um den zusätzlichen bürokratischen und finanziellen Aufwand für ausländische Unternehmen durch die Verschärfung der französischen Entsendeverfahren. Dazu zählen erheblich ausgeweitete Anmeldeverfahren, die Benennung eines Vertreters in Frankreich sowie umfassende Dokumentationspflichten. Jetzt hoffen die Wirtschaftsminister, dass ihre Forderungen bei der Ausarbeitung eines Dekrets in Paris berücksichtigt werden. Und jetzt haben wir noch weitere Nachrichten aus der Region für Sie.
Verlobter verweigert die Aussage. Am Dienstag ist vor dem Ravensburger Landgericht der Prozess gegen eine 23-jährige Frau fortgesetzt worden, die im Mai bei Mengen im Kreis Sigmaringen ein Kind zur Welt gebracht und dann getötet haben soll. Eigentlich sollte der Verlobte der Frau aussagen. Er machte allerdings von seinem Recht Gebrauch, die Aussage zu verweigern. Stattdessen wurden Briefe verlesen, die die Angeklagte aus der Haft an ihn und ihre Familie schrieb. Darin spricht sie vom Wunsch nach einem Neuanfang, zudem für sie auch ein Tattoo mit dem Tag ihrer Tat und dem Spruch, ein Engel fliegt zum Himmel, gehört. Hotelprojekt auf dem Höchsten wird realistischer. Die Bauarbeiten für das geplante Familien- und Wellnesshotel auf dem Höchsten sollen im Frühjahr 2018 begonnen werden. Bereits im Sommer 2019 soll das 14-Millionen-Euro-Projekt fertiggestellt werden. Inhaber Hans-Peter Klemann plant auf dem Gelände der ehemaligen Fachklinik ein Hotel mit 51 Familienapartments. Dadurch, dass sich das Vorhaben auf der Gemarkung von zwei Gemeinden und zwei Landkreisen sowie in Teilen in einem Naturschutzgebiet befindet, haben sich die Genehmigungsverfahren über mehrere Jahre in die Länge gezogen. Großes Finale. Der Thyssen-Testturm in Rottweil wurde heute endgültig fertiggestellt. Nach 3 Jahren Bauzeit wurde kürzlich das letzte Teil der Außenmembran am Turm montiert und die letzten Verspannungs- und Restarbeiten erledigt. Das fast 250 Meter hohe Bauwerk verfügt über die höchste Besucherplattform Deutschlands. In dem Turm testet die Firma ThyssenKrupp Hochgeschwindigkeitsaufzüge. Einen ausführlichen Bericht sehen Sie morgen im Journal. Volksbank zieht positive Bilanz. Rund 5 Monate nach der Fusion der Volksbank Weingarten mit der Volksbank Ravensburg ziehen die Verantwortlichen eine positive Bilanz. Im Großen und Ganzen habe alles gut geklappt, erklären die Vorstände Arnold Miller, Rainer Wiedemann und Bernd Obrist. Zum Ausscheiden der beiden Weingartner Vorstände Wilfried Deile und Michael Buck wollen sie sich nicht äußern, versichern jedoch, dass Weingarten damit nicht schlechter dastehe und von einer Übernahme keine Rede sein könnte. Vielmehr sei das Angebot für die Kunden nun noch vielfältiger. Weil sich das Bankengeschäft jedoch rasant ändere, könnten mittelfristig auch kleinere Filialen der Volksbank im ländlichen Raum geschlossen werden. Weingarten wäre davon aber wohl nicht betroffen. Verbesserter Nahverkehr. Ab Sonntag ändert sich einiges im öffentlichen Personennahverkehr in Biberach. Geplant sind unter anderem eine neue Linienführung und bessere Verbindungen. Möglichst viele Bürger sollen durch die verbesserten Fahrpläne dazu animiert werden, das Auto stehen zu lassen und auf den Bus umzusteigen. Viele Stadträte wünschen sich nun auch günstigere Fahrpreise. Das hat die Diskussion im Gemeinderat am Dienstagabend gezeigt. Mit den Stadtwerken als Betreiber des Stadtbusverkehrs soll nun ausgelotet werden, welche Vergünstigungen möglich sind. Dass es immer weniger Bienen gibt, ist schon seit einigen Jahren bekannt. Jetzt hat eine neue Studie ergeben, es sind nicht nur die Bienen, die bedroht sind, es gibt ganz allgemein immer weniger Insekten, auch hier bei uns. Aber warum sterben die Insekten und was hat das für Folgen? Theresa Knann hat sich mit jemandem unterhalten, der es wissen muss. Studien zufolge gibt es heute 70% weniger Insekten als noch vor 30 Jahren. Hier bei mir steht jetzt Markus Ehrlich vom Naturschutzbund in Ravensburg. Herr Ehrlich, was ist denn so schlimm dran, wenn es weniger Insekten gibt? Ja, für uns als Endverbraucher ist es so, dass 80% der Früchte, Gemüse etc. werden von Insekten bestäubt. Das heißt einfach, de facto ist es dann so, dass Bäume blühen, aber es sind keine Früchte mehr dran. Und für uns als Naturschützer sagen wir ganz klar, die Artenvielfalt in Deutschland nimmt dadurch insgesamt ab, weil sehr viele Tierarten, Fledermäuse, Vogelarten sich einfach von Insekten ernähren. Und dadurch engt die Artenvielfalt komplett ein. Und wir haben eigentlich eine Natur, die nicht mehr die Schönheit besitzt, wie wir sie alle jetzt noch kennen. Jetzt wurde ja die Zulassung für Glyphosat noch mal um 5 Jahre verlängert. Glyphosat wird immer so als Übeltäter genannt im Zusammenhang mit Insektensterben. Ich frage mal ganz direkt, sind die Bauern schuld am Insektensterben? Ich denke, es ist ein gesellschaftliches Problem, das wir haben. Wir tendieren dazu, einen Webergrill für 800 Euro zu kaufen und das Gut, das gegrillt wird, kostet nur 80 Cent. Sprich, der Trend, dass man beim Discounter seine Nahrung kauft, ist mit dafür verantwortlich, dass die Effektivität bei den Bauern ankommt und die natürlich als wirtschaftendes, wie Landwirtschaft schon sagt, wirtschaftende Unternehmen schauen müssen, wo sie bleiben.
Die Chemieindustrie hat sich darauf eingestellt, hat Optimierungen entwickelt und letztendlich sind wir Verbraucher dort in der Pflicht, dass wir letztendlich darauf achten, dass wir mehr Bio und mehr hochwertigere Lebensmittel zu uns nehmen und dann regelt sich da vieles von alleine. Jetzt nochmal zurück zum Insektensterben. Was können wir denn konkret tun? Ja, also jeder Quadratmeter zählt. Wir haben die Situation, dass auch unsere Gärten immer artenarmer werden. Wir haben Rasenflächen, wir haben relativ wenig Blühpflanzen. Früher gab es Schrebergärten mit 50, 100 verschiedenen Blumenarten und Gemüsearten drin. Und unsere Gärten reduzieren sich teilweise auf 10 Arten. Und davon sind vielleicht sogar noch 50% nicht mehr einheimische Arten. Und die Artenvielfalt an der Stelle, es gibt ca. 400 Wildbienen und das sind Spezialisten und diese Wildbienen sind immer zu einer Pflanzenart direkt zuzuordnen. Und wenn diese Pflanze nicht mehr in unserem Garten vorkommt, dann gibt es auch diese Wildbienen nicht mehr. Somit sind etwa 200 Wildbienenarten vom Aussterben bedroht, die alle auch dafür sorgen, dass unsere Früchte in den Gärten bestäubt werden. Jetzt stehen wir ja hier nicht ganz zufällig an dieser Stelle. Vielleicht können Sie kurz erklären, was es mit diesem Ort hier auf sich hat. Ja, wir sind sehr froh als NABU Ravensburg, dass unsere Heimatstadt hier einen Preis letztes Jahr gewinnen konnte. Wir haben hier eine Fläche, die reine Grünpflanzen war. Das war eine Rasenfläche und die wurde jetzt mit über 100 verschiedenen Pflanzenarten angereichert. Das ganze Erdreich wurde ausgehoben, damit die einheimischen Pflanzen hier in mageren Böden wachsen können. Im ersten Moment denkt man, es ist eine Kieswüste, aber es ist eigentlich, möchte ich mal sagen, ein Hotspot der Artenvielfalt hier. Wenn Sie im Februar vorbeigehen, werden hier 3000 Krokusse blühen, die speziell einheimisch in unserer Natur in Baden-Württemberg vorkommt und so trockene Standorte liebt. Vielen Dank. Nach 5 Siegen in Serie haben die Ravensburg Tower Stars wieder eine Niederlage in der DEL 2 hinnehmen müssen. Ausgerechnet im Derby gegen den ESV Kaufbeuren. In der heimischen Eissporthalle setzte es ein 3:5. Und zwar kamen die Tower Stars nach einem 1:4 Rückstand dem Ausgleich noch einmal nahe. Doch am Ende mussten sie den Gästen zum Sieg gratulieren. Die Ravensburg Tower Stars haben es in der DEL 2 verpasst, ihre Siegesserie fortzusetzen und sich in der Tabelle weiter vorzuarbeiten. Gegen den ESV Kaufbeuren lag die Mannschaft von Jerzy Ehrenberger schon nach dem ersten Drittel mit 1:3 im Rückstand. Besonders die Schwäche im Überzahlspiel war bei den Ravensburgern auffallend. Es brauchte 7 Anläufe, um das erste Powerplay-Tor zu erzielen. Nach dem 4. Kaufbeurer Treffer zeigten die Tower Stars trotzdem gute Moral. Sie kamen kurz vor Schluss noch einmal auf 3:4 heran. Als Goalie Jonas Langmann Platz für einen weiteren Feldspieler machte, nutzten die Kaufbeurer eine Puckeroberung zum entscheidenden 5. Tor. Die erste Niederlage der Tower Stars nach zuletzt 5 Siegen war damit besiegelt. Wir haben halt nicht so unbedingt Kram, da so unseren Fluss gefunden. Wir mussten auch ein bisschen im Powerplay alles umstellen, durch den Ausfall auch vom Andrzej Bożywil. Aber die Mannschaft hat gut gekämpft und ich sage, dieses 4-1 hat uns ein bisschen wehgetan und das 4-3 ist vielleicht ein bisschen später gefallen oder dann eben Unterzahl. Aber ich glaube nicht, dass wir irgendwie Probleme mit Powerplay haben. Wir haben ein sehr gutes Powerplay eigentlich, aber heute hat es vielleicht nicht so geklappt in den letzten 2 Dritteln. Coach Ehrenberger und seine Mannschaft haben aber schon in wenigen Tagen die Gelegenheit zur Revanche. Zuerst empfangen sie am Freitag den tabellenletzten Tölzer Löwen in eigener Halle. Am Sonntag steht dann das Auswärtsspiel in Kaufbeuren an. Vielleicht starten die Tower Stars am Wochenende ja eine neue Siegesserie. Zum Saisonauftakt hat Ski-Nachwuchstalent Anton Gramme seinen ersten internationalen Riesenslalom gewonnen. In Hochfügen im Zillertal konnte sich der Kressbronner durch eine Aufholjagd im 2. Durchgang durchsetzen. Nach dem 1. Durchgang auf dem 6. Rang liegend, ist er im 2. Lauf volles Risiko gefahren und hat sich mit Platz 1 belohnt. Nachdem er mit seinem Team zuvor 2 Wochen in Schweden trainiert hat, war die Technikumstellung auf den neuen, etwas kleineren Radius der Riesenslalom Slalom-Ski seiner Meinung nach noch nicht ganz vollzogen. Mit diesem Sieg scheint er jedoch auf dem richtigen Weg zu sein. Und jetzt haben wir noch weitere Meldungen aus dem Sport für Sie.
Die Badmintonspieler des VfB Friedrichshafen haben bei den Landesmeisterschaften in Sitzenhausen bei Stockach abgesahnt. Philipp Discher gewann den Titel im Herren-Einzel. Janina Schumacher und Nathalie Grittner setzten sich im Damendoppel durch. Silber gab es im Damen-Einzel und Mixed. Zweimal Gold und zweimal Silber für die Mannschaft des VfB Friedrichshafen bedeuten eine große Motivation für das letzte Spiel der zweiten Bundesliga am Sonntag, den 17. Dezember gegen Neusatz. Der TV Weingarten hat einen Nachfolger für die zurückgetretene Trainerin Sabrina Szczabo gefunden. Ab Samstag sitzt Daniel Kühn bei den Handballerinnen in der Württembergliga auf der Bank. Kühn ist ein Altbekannter im Verein. Bis vor einem halben Jahr hat er noch die Männermannschaft trainiert, zuletzt aber eine Pause eingelegt. Sie kamen, spielten und gewannen. Der SV Wurmlingen hat gleich bei seiner ersten Teilnahme bei den Hallenfußballbezirksmeisterschaften der Ü32-Senioren den Pokal gestemmt. Die Gelb-Schwarzen blieben in allen 6 Spielen im Turniermodus, jeder gegen jeden, unbesiegt. Der SV Gosheim, der in den vergangenen beiden Jahren gewonnen hatte, enttäuschte und wurde Vorletzter. Willkommen zurück. Stellen Sie sich mal vor, Sie hätten auf einmal das Doppelte Ihres gewohnten Arbeitspensums zu bewältigen, und zwar über Wochen. Ein Gefühl, das die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Weingartner Briefzentrum nur zu gut kennen dürften. In der Weihnachtszeit herrscht Hochkonjunktur und bei der Post hat man sich darauf gut eingestellt, wie mein Kollege Peter Kollmann-Jehle herausgefunden hat. Ganz stark steigt die Sendungsmenge an, traditionell, in den Kalenderwochen 50 und 51. Und den Peak haben wir erreicht am Montag, jeweils am Montag vor Heiligabend. Hochbetrieb im Briefzentrum Weingarten. Wo für andere eine ruhige und besinnliche Adventszeit ihren Anfang nimmt, beginnt für das Team von Leiter Markus Noga die heißeste Zeit des Jahres. Beispielsweise in unserer Briefordnerei bearbeiten wir normalerweise während des Jahres im Durchschnitt 100.000 Sendungen in der Abgangsschicht, bereiten sie vor für die Sortierung, Sendungen aus den Briefkastenleerungen. Und das sind an diesem Montag, den ich eben genannt habe, durchaus mal 250.000 oder 300.000. Sie alle kommen hier an. Die Weihnachtsgrüße, Adventskalender und sonstige Briefe aus dem Postleitzahlenbereich 88. Vom Bodensee bis Laubheim. Von Meßkirch bis Lindau. Tag für Tag werden die Sendungen mehr, die von hier aus ihren Weg zum Empfänger antreten. Mittendrin Peter Andres. Seit 28 Jahren ist er bei der Post und hier in Weingarten Betriebsleiter. Ich freue mich jedes Jahr aufs Weihnachtsgeschäft. Ich mag das, wenn viele Sendungsmengen da sind. Das ist auch eine Herausforderung für den Betrieb. 2,5- bis 3-fach erhöhte Sendungsmenge. Haben wir auch nicht jeden Tag. Und ich freue mich auf Weihnachten. Die Sendungen kommen an. Bunter, schwerer und in allen Formaten. In der Briefordnerei wird vorsortiert. Erstmal von Hand. Die Zeit drängt. Schließlich müssen nicht nur die Weihnachtsgrüße in die nächsten Zentren oder gar zum Flugzeug. Also wir haben späteste Abfahrtszeiten. Die heißen 21 Uhr. Das ist die Deadline. Planmäßig würden die Fahrzeuge um 20.45 Uhr wegfahren. Und unser Ziel ist natürlich, spätestens um 21 Uhr alle Fahrzeuge vom Hof zu haben. Glühwein, Plätzchen und Advent. Für das Team im Briefzentrum gehört das in diesen Tagen nicht unbedingt zum Programm. Also für uns als Mitarbeiter und für uns als Team ist es dann an Heiligabend immer schon so, huch, hat es einen Advent gegeben. Wo war er denn? Wo ist denn die besinnliche Zeit hingekommen? Weil wir da schon sehr, alle zusammen, sehr stark unter Strom stehen und sehr stark eingespannt sind. Und das alles, damit die Post wie gewohnt schnell beim Empfänger landet. Übrigens, wer sicherstellen möchte, dass seine Weihnachtsgrüße rechtzeitig zu Heiligabend ankommen, der sollte sie bis spätestens zum 21. Dezember eingeworfen haben. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von Omira. Aus der Region für die Region. Einen etwas ausführlicheren Blick hinter die Kulissen des Briefzentrums finden Sie übrigens online in unserer Mediathek unter regio-tv.de.
Und jetzt zum Blick aufs Wetter. Heute ist jeder gut beraten, der gemütlich auf der Couch auf den Nikolaus wartet. Denn das Wetter lädt nicht gerade zum Draußensein ein. Zähes Grau liegt heute über der Region und nur selten kommt irgendwo mal die Sonne durch. Mehr wissen die Kollegen vom Wetter. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie zum Wetter hier bei Regio TV. Und das ist jetzt heute mal ein Wetter, das es ganz schön in sich hat. Ich fange am besten von vorne an. Wir schauen mal hier auf die Großwetterlage. Da sehen wir hier ein Tiefdruckgebiet im äußersten Nordwesten auf unserer Karte. Aber gerade das hat massiven Einfluss auf unser Wetter. Es ist nämlich ein massives Orkantief, das in den nächsten Tagen hier hängen bleibt, so weit weg von uns. Aber mit dieser nachfolgend sehr, sehr starken nordwestlichen Strömung wieder sehr kalte Luft, Polarluft zu uns bringt. Und das, obwohl wir am Donnerstag erstmal hier in diesen Bereich der milderen Luft kommen. Also ein Hin und Her ist das Ganze. In Baden-Württemberg wird es insgesamt sehr schön sein. Temperaturen nochmal bis zu 11 Grad, erst zum späten Nachmittag, Abend eher. Da werden dann die Wolken von Westen her dichter und es setzt etwas Regen an. Wie sieht das Ganze für uns am Bodensee aus? Insgesamt ein ganz toller Tag. Anfänglicher Nebel wird von der Sonne, die es ja zum Glück zur Genüge gibt, einfach weggebraten. Nur mit den Temperaturen, da halten wir uns noch so ein bisschen zurück. Höchstens 5, 6 Grad, 7 Grad Richtung Tuttlingen, also mehr ist nicht drin. Aber in der Sonne, da wirkt das Ganze doch noch wesentlich angenehmer. Schauen wir uns dann an, was die Temperaturen in den nächsten Tagen machen. Es geht nochmal deutlich abwärts mit den Temperaturen. Und neben etwas Sonnenschein gibt es häufig Schauer als Regen oder Schnee. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende vom Journal angelangt. Vielen Dank fürs Zusehen und schalten Sie auch morgen wieder Regio TV ein. Ich würde mich freuen. Ihnen einen schönen Abend.